Ja, moin und hallo, hier ist wieder Thomas in Streets of Curious City. Und heute zeige ich euch endlich mal wieder einen weiteren Teil zu meiner Minifigurensammlung. Und was ihr hier erstmal seht, ist eine neue Box, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Und als erstes fange ich mit der neuen Box an. Also ihr seht, ich habe schon die Figuren etwas weiter auseinandergeschoben. Und bevor ich anfange, nehme ich erstmal den Deckel ab. Der Deckel ist ab. Und bevor ich jetzt zur ersten Figur komme, habe ich den Panzer für den Turtle inzwischen bekommen. Den baue ich erstmal an. Und da ist er dran. So, da wieder hin. Und die erste Figur für heute aus der Looney Tunes Serie. Daffy Duck. Der kommt natürlich zu den anderen Looney Tunes Figuren. Und zwar werde ich ihn den zwischen Bugs Bunny und Tweety stellen. Da steht er nun. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Figur. Die kommt aber in eine andere Vitrine hinein. Hier ist meine erste Vitrine. Hier habe ich die Disney Figuren, die Muppets und die Star Wars Figuren drin. Es ist eine Mandalorianer Figur aus dem Mandalorian Battle Pack mit einem Stat Shooter. Und diese Figur kommt natürlich neben den anderen Mandalorianer. Hier hinten, hinter dem dänischen Koch, steht der nun. Damit habe ich auch eine 7er Reihe mit Star Wars Figuren voll. Muss also, wenn ich eine weitere Star Wars Figur habe, in die nächste Reihe stellen. So, die nächste Figur kommt in die zweite Vitrine. In dieser Vitrine habe ich jetzt die Marvel-Figuren, Indiana Jones, Harry Potter und Herr der Ringe. Es ist Tony Stark im Ugly Sweater aus dem Adventskalender von Marvel. Der kommt natürlich in die vordere Reihe. Und ich finde ihn schon noch etwas wichtiger als Black Widow. Deshalb stelle ich ihn davor. Kann sogar fliegen. Auf dem Adventskalender hat er seinen Helm auf. Ich dachte aber, es ist ja nicht die Rüstung von Iron Man, deshalb habe ich ihm die Haare gegeben und nicht den Helm. Da steht er nun. Und dann können wir gleich zum nächsten kommen. Dazu muss ich wieder die Vitrine tauschen. Und zwar die erste brauche ich. Aus der ersten Disney Minifigurenserie. Genie. Und Genie werde ich mal hinter Alice erstmal stellen. Also zwischen Alice und Minnie Maus. Da steht er nun. Damit ist auch hier eine 7er Reihe voll. Und ich kann auch gleich bei der ersten Vitrine bleiben. Von den Muppets Animal oder Tier. So, und ihn werde ich zu Janice stellen, also noch vor sie. Damit habe ich auch Animal dastehen. Das Schlagzeug habe ich auf extra Stein gestellt. Aber das passt ja noch. Auch wieder eine 7er Reihe Figuren voll. Wenn nur eine weitere zukommt, muss ich auch hier eine nächste Reihe anfangen.
Damit haben wir schon 5 durch. Und ich muss wieder die Vitrinen tauschen. Von Harry Potter aus dem Polybag. Harry Potter mit kurzen Beinen, also aus den ersten Jahren. Und Harry Potter ist der namensgebende der Filmreihe. Deswegen kommt er natürlich ganz vorne bei den Harry Potter Figuren hin. Harry Potter habe ich wegen seinen kurzen Beinen auf 2 Steine gestellt. Habe ich bei Flitwick ja auch schon gemacht. Und damit habe ich sogar Harry Potter, Hermine und Ron drin. Auch wenn sie aus verschiedenen Jahren kommen. Aber kommen wir einfach mal zur 7. Figur für heute. Da kann ich auch wieder bei diesem bleiben. Es ist ein Uruk-hai. Diese Figur kam in 2 Sets vor. Ich habe keins der beiden Sets. Aber mit Waffe und Schild gehört er eher zum Tower of Ortank. Der kommt natürlich hinter Thranduil. Und da steht er dann auch schon. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder die Vitrine tauschen. Und als nächstes kommt aus einem Lego Star Wars Magazin, also aus einem Polybag, dieser Luke Skywalker. So, damit haben wir durch ihn das erste Franchise mit 8 Figuren in meiner Sammlung. Und ich werde ihn, denke ich mal, hinter Anakin direkt stellen. So, da steht der kleine Luke. Ich habe jetzt vorne die, sag ich mal, Guten stehen. Und die Mandalorianer. Und hinten die Bösewichter. Jetzt kommen wir dann zur vorletzten Figur. Auch hier muss ich wieder die Vitrine tauschen. So. Aus einem Set, wo ich schon Shuri hier habe. Von Marvel natürlich. Ein Chitauri. Und ich könnte natürlich direkt hinter Shuri stellen. Aber ja, wo stelle ich ihn mal hin? Es ist einfach nur ein ganz normaler Chitauri-Soldat. Werde ich ihn in die zweite Reihe stellen. Also muss Indy ein bisschen zur Seite rücken. Und da hinten steht er nun. So, dann kommen wir auch gleich zur letzten Figur, also zur 10. von heute. Es ist von Harry Potter, Luna Lovegood, aus dem Raum der Wünsche. Witzigerweise hat Pass City das Set zum Raum der Wünsche, wo die Figur her ist, gerade erst gezeigt. Ich habe die zufällig gezogen. So, gehört zu den Schülerinnen. Das heißt, ich werde sie vor Dumbledore noch stellen. Und da steht sie nun. Damit haben wir bei Harry Potter auch 7 in einer Reihe. Aber man kann ja noch die Herr der Ringe-Figuren etwas schieben, wenn der 8. dann dazu kommt. Also wird es momentan kein Problem sein, eine weitere Folge zu zeigen. Aber das war es erstmal für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Figuren gehabt. Und dann sage ich für heute Tschüss. Thank you.